Ja, und damit hallihallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Atlas. So, wir schauen uns diese Insel hier an, ob es schon die Insel mit dem i-Tüpfelchen ist oder nicht und ob wir weitersuchen müssen. Da hinten sind das hier auf jeden Fall Schlangen. Da hinten liegt nämlich etwas Bewusstloses. Und ich laufe gezielt natürlich in Richtung Wasserfälle. Weil hier ist einer. Und der führt hier zu dem Flüsschen. Da ist auch wieder ein ekelhafter Käfer. Der wurde aber schon von einem Schwein erledigt. Finde ich ja gut. Heraus. Sehr schön. Hier geht der Wasserfall Nummer 1 runter. Hier mal komplett rumlaufen. Ich schaue mir das gerade alles an, deshalb bin ich gerade ein bisschen ruhig. Ich überlege gerade. Ich bin gerade am Analysieren. Gehirn analysiert, so nennt man sowas. Ja, ich denke gerade nach. Pferd. Ich werde mich noch ein bisschen umgucken. Affe hat sie auf jeden Fall. Hier höre ich das nächste Plätschern. Hier oder eher von da? Ja, von hier hinten. Da. Hier war auch mal Wasser drin, vermute ich. Also hier sah es auch mal so aus, als wäre hier Fluss gewesen, ne? Ich dachte gerade, da liegt was am Boden. Aber da habe ich mich getäuscht. Auch wieder hier ein Wasserfall, der hier schön runterplätschert in einen kleinen See rein. Ah, die Insel hat schon was, Freunde. Die Insel ist schon wieder anders, ne? Hier direkt am Wasser. Dann gucken, ob man da mit dem Floh. Wir hätten halt ständig dieses Geräusch dann von dem Wasserfall so im Hintergrund, ne? Jetzt sagt bloß, das ist dezent nervig. Naja, ein bisschen schon, ne? Nicht hier gleich wieder der andere Teil vom Fluss hier. Muss rumgelaufen sein. Also dir kann man es aber auch nicht recht machen. Ja. Wenn wir hier einmal rumgelaufen, ne? Wieder ein anderes Ding hier. Eine andere Ecke hier, Leute.
auch wie diese elenden Käfer. Ah, das ist wieder eine andere Ecke. Also ich muss sagen, hier, das hier gefällt mir ganz gut. Gefällt mir wirklich gut. Vor allem hier könnte man bauen und es ist relativ ruhig. Es ist nicht so extrem laut. Na, hier zum Beispiel, man könnte hier schön ein bisschen hinmachen, hier auf diese Insel. Okay, es gefällt mir schon mal gut. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Jetzt ist die andere Frage. Sekunde. Biene gehört. Ja. So, jetzt müssten wir mal gucken. Wie weit hätten wir es bis zum Wasser? Wasser, das ist Meer. Jetzt auch nicht so. Ne? Aber die Insel ist halt schon riesig. Freunde, warum bin ich immer so wählerisch? Kann mir das irgendjemand mal erklären? Egal was ist, weiße. Ich krieg einfach nicht genug, ne? Also es sieht schon nicht schlecht aus, so, aber. Ah! Es ist einfach so riesig. Und der Steg gefällt mir. Es gefällt mir halt nicht der Weg dann zum Wasser. Wisst ihr, wie ich meine? Also das gefällt mir hier super mit dem, ne, hier, mit dem Wasser und so und dem, ne, Wasserfall darunter, aber der Weg zum Wasser ist mir halt zu weit, zum Meer ist mir dann ein bisschen zu, ach Mann. Ich glaube, ich muss lernen, Abstriche zu machen. Und wo war mein Floß? Ich habe keine Ahnung, wo ich geparkt habe. Jens, by the way. Das ist schon eine schicke Insel, so, ne? Und sie hat auch was. Und hier ist auch wieder. Guck mal hier. Ich glaube, hier irgendwo war mein Floß. Ich glaube, hier rüber war doch das Floß, oder nicht? Da hinten habe ich gefunden. Da habe ich geparkt. Da müsste man dann rüberlaufen und hochlaufen, ne? Dann hier am ersten Ding, wenn man hier geradeaus durchläuft.
Wenn wir hier zum Fluss kommen. Aber das ist halt auch... Das sind diese Dreckskäfer. Hat dem Schwein das Leben gerettet. Dem Schaf hier das Leben gerettet. Das ist schon ein hübsches Schaf, ne? Du bist schon hübsch, weißt du das? Ich glaube, wir können nicht mehr tragen. Wir sind sonst zu fett. Zu schwer. Nennt man sowas. Habt ihr gesehen, dass ich das auch noch drin hatte? Ach, Freunde, das ist nicht einfach, ne? Das Perfekte zu finden, wo ich sage, hey, das ist es einfach. Ich bin... Ich bin mir da einfach immer so unsicher. Hier den bestimmt. Oh Gott, kann die nicht endlich irgendwo bauen? Aber es kommt dem schon sehr, sehr nah. Wirklich. Es kommt dem wirklich schon sehr nah. Und ich bin gerade am Überlegen, ob ich dieses Schaf mitnehme, Freunde. Ich glaube, ich nehme das Schaf mit. Das ist so hübsch, das gefällt mir voll. Ah, die ist voll hübsch. Und ein männliches Schaf finden wir doch bestimmt. Also für die. Bestimmt irgendwo auch männliches. Aber. Wir können vom Gewicht her leider nur eins mitnehmen, weil dann können wir ein Tier wieder auf die Schulter tragen. Aber das ist so hübsches Schaf. Und guck mal, wie es... Wir haben ihm das Leben gerettet. Und ich kann es nicht... Dann haben wir wenigstens von der Insel was mitgenommen. Aber sie kam dem i-Tüpfelchen schon viel näher wie die andere vorher. Also auch diese Inselbereiche werde ich mir notieren in meinem Handy. Kann ich ja gleich mal machen in der Zeit. Gönn. Oh, hier haben wir... Ich habe jetzt das gespeichert. Also, sollten wir die Insel mit dem I-Tüpfelchen, die perfekte Insel, nicht finden, dann wird es eine dieser beiden Inseln, die wir uns notiert haben, jetzt geben. Aber ich bin immer noch auf der Suche nach dieser Insel, ne? Und ja, die werde ich finden oder ich werde sie nicht finden. Wir haben ja noch ein bisschen was vor uns, also... Wir können, guck mal, wir sind jetzt auf D7, ja? Und D6, D5 schauen wir uns auf jeden Fall noch an. Dann haben wir eigentlich schon diese D-Gebiete eigentlich fast alle durchgefahren, ne? F6, so, nee, da ist nicht die Reihe, da werden wir nicht hinfahren. Ist mir zu gefährlich, ja. Aber ich möchte mir gerne die anderen D-Bereiche noch angucken. Weil es scheint ja jetzt langsam die Inseln zu kommen, die mir so gefallen. Und ich hoffe, dass dann auf dem Bereich auch wieder so eine Insel gibt, die... Vielleicht nicht ganz. Der Weg zum Wasser vielleicht ein bisschen kürzer ist. Ansonsten ist das schon. Nennen wir die Mona. Ja, das ist die Mona. Ja, wer hat auch gleich ihr Männe, ne? Aber den kann ich leider nicht mitnehmen, weil ich bin zu schwer.
Unser Schiff ist dann zu... Hab hier die ganze Zeit vergessen, da das Wasser... Das Wasser machen. Ja, bloß jetzt sind wir zu schwer, das bedeutet... ein Tier auf jeden Fall immer... Emma. Wir sollten ein Tier auf jeden Fall immer auf der Schulter tragen. Dürfen wir während der Fahrt auf keinen Fall an die Werkbank. Das könnte auch anders gefährlich aussehen. So, okay. Das hätten wir. Freunde. Passt perfekt, ne? Was ist es ja eigentlich? Ah, Leute, ich kann mich nicht entscheiden. Hier dieses Wetter. So weit wäre es jetzt auch nicht von der Werft dann bis zum Höslein, also, ne? Also vom Haus dann. Ein Stück hier runter. Ja, der Hafen, da hinten dann die... Könnte man schön hinbauen, so. Ich bin mir da nicht so sicher. Wir kriegen gerade eh kaltes Wasser. Kaltes Wetter. Gerade dieses komische Wetter da. Dieses Wetter, wo ich nicht definieren kann, wie es auf hoher See aussieht. Weil ich jedes Mal, wenn dieses Wetter kommt, vielleicht auch Gott sei Dank an Land bin. Ich bin mir halt sehr, sehr unsicher gerade, ob ich hier... Ach! Jesus. Es ist so... Es ist mehr i-Tüpfelchen wie die Insel davor. Das definitiv, aber... Es ist noch nicht perfekt. Es ist mir. Es ist schön. Es soll sowas finden, aber vielleicht nicht in ganz so groß, oder? Ja, das ist halt schon ein riesiges Areal, ne? Und. Oh, das ist so schwierig. Ich glaube, ich möchte mich lieber noch ein bisschen umschauen, Freunde. Ich glaube, ich werde mich lieber noch ein bisschen umschauen. Und wie gesagt, ich habe mir das ja notiert. Und wenn wir nicht das ganz Perfekte finden, also das mit dem richtigen i-Tüpfelchen, wo ich sage, das ist sie. Das ist die Insel, das ist nicht so groß, das ist perfekt für uns. Dann werde ich hier hinziehen. Dann werden wir hier unser Reich uns machen. Und dass wir das nicht vergessen... Und das war, werde ich hier natürlich ein kleines Lagerchen aufschlagen. Ja, ein kleines Häuschen. Und wenn das Wetter dann vorbei ist, dann werden wir uns auch
weiterbegeben mit dem Schaf auf eine Reise nach der Insel mit dem i-Tüpfelchen. Wir suchen die dann weiter und wenn wir sie nicht finden, dann werden wir uns hier niederlassen. Auf eine von den beiden Inseln. Das entscheide ich dann spontan. Aber ich glaube dann doch eher, dass es dann diese hier werden wird. Ja, aber wie es weitergeht und was uns auf unserer schönen Reise dann noch so alles erwarten wird, all das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge von Atlas. Bis dahin, haut rein, macht's gut und tschüsschen.